Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 13. Januar 2021. Die Gläubiger der Ortrander Eisenhütte GmbH haben heute den von der Geschäftsführung beim zuständigen Amtsgericht in Cottbus vorgelegten Sanierungsplan mit überwältigender Mehrheit angenommen. Der Plan sieht vor, sich mit den Gläubigern zu einigen und das Traditionsunternehmen in Familienhand fortzuführen. Alle bestehenden Arbeitsplätze werden damit erhalten. Man freue sich außerordentlich über das positive Votum der Gläubiger, sagt Sanierungsexperte Seidel, der die Ortrander Eisenhütte gemeinsam mit Geschäftsführer Bernd Williamsburg seit über einem Jahr durch die schwierigen Zeiten führt. Mit dem Abstimmungsergebnis wird die Aufhebung des Verfahrens noch im ersten Quartal des neuen Jahres erwartet. Über neue Farbe können sich Bewohner in Großregen freuen. Die kommunale Wohnungsgesellschaft MBH Senftenberg KWG malerte die Fassade in der Rembrandtstraße 48 bis 56 in Großregen neu. Bereits 2019 erhielt die Fassade in der Rembrandtstraße 40 bis 60 frische Farbe. Die KWG als Großvermieter setzt damit das begonnene Farbkonzept weiter um. In diesem Jahr plant die KWG Investitionen in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro in den Großregener Wohnungsbestand. Im Land Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 956 erhöht. Im Moos-Ell-Kreis kamen 48 neue Fälle hinzu. Drei weitere Menschen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis liegt aktuell bei 396,8. Strom muss gespeichert werden können. Wie das geschehen kann, zeigt nun die LEAG. Der Probebetrieb des größten Batteriespeichers Europas ist abgeschlossen. Zum Jahreswechsel konnte die Big Battery Lausitz am Kraftwerkstandort Schwarze Pumpe in den kommerziellen Dauerbetrieb gehen. Sie verfügt über eine nutzbare Kapazität von 53 Megawattstunden. Damit trägt sie zu einem stabilen Stromnetz bei. Stromerzeugung, Verbrauch und Speicherung werden in diesem Stromspeichersystem intelligent vernetzt. Mit ihrem innovativen Lademanagement und durch die Nutzung eines neuartigen Kraftwerk-Leitsystems leistet die Big Battery Lausitz einen wichtigen Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien ins Netz. Auch für das Jahr 2021 erlässt die Stadt Senftenberg ihren Gewerbetreibenden die sogenannte Sondernutzungsgebühr. Grund sind die Belastungen der Unternehmen im Zuge der Corona-Pandemie. Diese Gebühr wird üblicherweise erhoben, wenn Unternehmen wie zum Beispiel gastronomische Betriebe Tische und Stühle auf öffentlichen Straßen, Wegen oder auch Plätzen aufstellen. Auch Einzelhändler, die Werbeträger oder Waren auf öffentlichen Flächen präsentieren, bezahlen in aller Regel dafür eine Sondernutzungsgebühr. Schon im Jahr 2020 hatte die Stadt auf diese Einnahmen verzichtet, um Unternehmen zu entlasten. Und hier für Sie die Kurzmeldungen. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz verlängert mit der dritten Allgemeinverfügung seine zusätzlichen Corona-Schutzmaßnahmen bis 31. Januar und führt damit auch wieder die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr ein. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist in dieser Zeit nur aus triftigen Gründen gestattet. Nicht dazu zählen Sport und Bewegung an der frischen Luft. Die Verfügung tritt ab 14. Januar 0 Uhr in Kraft. Die Stadt Senftenberg hat den Ideenwettbewerb Hackathon 2020 mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro unterstützt. Eine unabhängige Jury hat das Preisgeld nun dem Gewinnerteam zuerkannt. Auf Platz 1 des überwiegend studentischen Ideenwettbewerbs kam das Team Disruptive Flowers. Der Ideenwettstreit stand Mitte November unter den beiden großen Überschriften Strukturwandel und klimaneutrale Lausitz. Die Unwörter des Jahres 2020 sind Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften. Damit wurden erstmals zwei Wörter in dieser Kategorie gewählt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat eine Debatte über die Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen gefordert. Dazu erklärt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher heute in Potsdam. Eine Impfpflicht darf es nicht geben. Der Bundesgesundheitsminister und die Gesundheitsministerkonferenz der Länder haben sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Und zu diesem Wort müsse man auch gemeinsam stehen. Einer Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen erteilt sie eine klare Absage. Und zum Abschluss die Polizeimeldungen. Vier Personen entwendeten am Dienstagnachmittag in einer Verkaufseinrichtung in der Brieskastraße in Senftenberg aus der Auslage Zigaretten im Wert von rund 550 Euro. Durch das Personal konnte die Tat beobachtet und die Tatverdächtigen im Alter von 28 bis 58 Jahren gestellt werden. Polizisten leiteten Ermittlungen gegen die vier Georgier ein, die waren verblieben im Geschäft. Und Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagabend gegen 18 Uhr in die Heidestraße in Schwarzheide gerufen, da es dort in einem Wohnblock zu einer starken Rauchentwicklung kam. Vor Ort konnte der Brandherd lokalisiert und angebranntes Essen in einer Wohnung festgestellt werden. Das Feuer hatte daneben stehende Elektrogeräte geschmolzen, der Brand wurde gelöscht, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Es waren keine Personen oder angrenzenden Gebäude in Gefahr. Das waren die Nachrichten, hier geht es weiter mit dem Wetter.
Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. In den kommenden Tagen sollten Sie Schal und Handschuhe nicht vergessen. Die Tagestemperaturen erreichen Donnerstag höchstens 2 Grad, Freitag sind es 0 Grad und am Sonnabend minus 1 Grad. Immer wieder sind Schneeschauer möglich und die Sonne lässt sich nur selten blicken.